Hallo, hier ist Martin Kroll von der Firma Dedenet. Heute aus dem schönen Ulm, direkt von der Donau, hatte ich die Frage bei einem Kunden gerade. Automatische Tourenoptimierung. Wie geht das? Wie funktioniert das? Welchen Mehrwert erziele ich dadurch? Und das erzähle ich Ihnen jetzt im Anschluss in diesem kleinen Video. Hier sehen Sie nun die Portalansicht von DD Fleet in der Tourenplanung. Auf der linken Seite werden wir gleich Touren erstellen, in der Mitte werden wir gleich Aufträge erzeugen, die dann zu verplanen sind. Ich verzichte heute auf Informationen im Bereich Live-Tracking, Kartenansicht, wo ist jemand, wo war jemand, wo ist er lang gefahren und weitere Informationen. Das können Sie aus anderen Videos sehr gern entnehmen. Heute geht es wirklich um das Thema Tourenoptimierung und da möchte ich jetzt mit starten. Als erstes benötigen wir natürlich Aufträge. Um Aufträge in unser System zu bekommen, Sie sehen, es ist aktuell komplett leer, haben wir einen Import geschaffen und ich zeige Ihnen einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Ich habe hier ein entsprechendes Dokument. Sehen Sie Auftragsarten mit entsprechenden Positionsinformationen zu Kunden und ich habe es aktuell sehr einfach gehalten. Das heißt, wir haben hier in diesem Beispielfall 100 Zieladressen mit entsprechend 5 Minuten B- bzw. Entladezeiten. Es sind weder Gewichte noch Skills noch Kapazitäten und weitere Dinge hinterlegt. Sehr einfach soll dieses Beispiel erstmal die Möglichkeiten aufzeigen, die unsere automatische Tourenplanung bietet. Hier haben Sie die Möglichkeit, natürlich Ihre Daten entsprechend einzuspielen und können so natürlich das System auf Herz und Nieren testen. Dieses Dokument lade ich jetzt einfach entsprechend in unsere Auftragsübersicht ein. Alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, über eine sogenannte API-Schnittstelle diese Auftragsdaten in unser System zu überführen. Hier für diesen Testfall sage ich einfach Aufträge importieren und die Software fragt mich schon, wo dieses entsprechende Dokument, Sie können auch diese Vorlage herunterladen, dann ohne Daten entsprechend, um sie zu ergänzen. Hier sehen Sie im Endeffekt, ja, fragt er mich, wo möchtest du das Ganze entsprechend laden? Und ich lade das aus der Auftragsliste entsprechend in unser System ein. Ich speichere das Ganze entsprechend unten rechts und habe dann einen Importprozess, wie wir hier sehen, der entsprechend fortschreitet. Und jetzt sehen wir hier im Endeffekt Auftragsdaten, 100 Stück, die momentan noch nicht verplant sind. In der Mitte sehen Sie immer unverplante Aufträge. Sie haben auch hier natürlich die Möglichkeit, diese Auftragsdaten entsprechend weiter zu verarbeiten. Sie sehen hier sind die 5 Minuten, die anderen Rahmenbedingungen, die ich gerade erwähnt habe, die nicht berücksichtigt werden jetzt für diesen Demo-File. Das können Sie natürlich alles sehr gerne entsprechend weiter auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Was wir dann natürlich brauchen, um diese 100 Aufträge entsprechend zu verplanen, sind sogenannte Touren, also Fahrzeuge, auf die die Aufträge verteilt werden sollen. Das hängt natürlich dann von Fahrzeugtyp, von Fahrzeuggröße, von den Möglichkeiten ab. Sie können sowohl im Bereich Lebensmittel, Kühlbereiche und andere Dinge mit berücksichtigen lassen in der Verplanung oder entsprechende Gewichte, Voluminas etc. Dort ist eine hohe Flexibilität gegeben. In meinem Falle habe ich im Endeffekt jetzt eine 4 Vorlagen geschaffen. Also meine Aufgabenstellung ist, ich will diese 100 Aufträge auf 4 Touren, sprich 4 Fahrzeuge, verplanen. Und da gucken wir mal, was für ein Ergebnis bei rauskommt. Um die Touren entsprechend ins System zu bekommen, kann ich entweder hier über das Plus-Signal oder das Plus-Zeichen eine neue Tour hinzufügen. In meinem Falle habe ich es einfach aus Zeitgründen jetzt vorbereitet und sage, gib mir bitte aus der Vorlage, nehmen wir jetzt einfach mal 4 Touren, nämlich diese 4 Beispieltouren, weil wir haben Adressen in Norddeutschland, wir haben Adressen in Süddeutschland und das sollen Sie ja gleich sehen, wie sich das Ganze dann entsprechend darstellt. Ich wähle die 4 Touren aus, gehe wieder auf das Menü und sage, diese Touren bitte in eine entsprechende Planung überführen. Hier sehen wir, wenn wir uns die Tour jetzt genauer anschauen, das sind die Parameter, die ich vorher definiert habe, dass ich gesagt habe, wo ist der Start und der Endpunkt, was ist das Fahrzeug. Hinter dem Fahrzeug stehen natürlich Fahrzeugparameter. Ist es ein PKW, ist es ein Sprinter, ist es ein LKW? Natürlich alles mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber auch Volumina hinterlegt. Das lässt sich alles hier im Bereich der Stammdaten pflegen, würde jetzt hier heute zu weit führen. Ist aber alles entsprechend möglich und im Projekt gemeinsam mit uns natürlich umzusetzen.
Wichtig ist hier, der Startpunkt ist in dem Falle unser Nordstandort bei der Firma Dedinet in Nordheim und der Zielort, also das Depot, soll im Endeffekt auch am Ende des Tages wieder erreicht werden. Mit den Parametern Arbeitsbeginn 8 Uhr, Endzeit 18 Uhr, damit die entsprechenden 10 Stunden ausgenutzt werden. So haben wir jetzt unterschiedliche Parameter. Hier haben wir 8 Uhr definiert, hier haben wir 6 Uhr definiert, aber auch 10 Stunden. Und wenn ich das Ganze jetzt nach rechts schiebe, sehen wir hier natürlich noch weitere Touren, die im Endeffekt angelegt worden sind, nämlich die sogenannten 4 Stück. So, jetzt als nächstes ist die Aufgabenstellung, die Auftragsdaten natürlich auf die Touren zu verteilen. Das kann ich natürlich entweder über den manuellen Prozess der Tourenplanung machen, dass ich im Endeffekt sage, hier von Nordheim ins Breisgau zu fahren, halte ich jetzt nicht für ganz zielführend. Das kann man natürlich hier entsprechend sich auch sehr einfach über eine Zeitberechnung anschauen. Und wir sehen auch hier schon, dass alleine die Fahrzeit nicht entsprechend erreicht wird. Und somit sehen Sie hier, Ankunft und Ziel liegt nicht innerhalb des angegebenen Zeitraums und somit ist es unplausibel. Ich mache Folgendes, ich packe den entsprechenden Auftrag, nehme ich wieder raus aus der Tour zu entfernen. Das war jetzt sehr einfach, natürlich auch mit Menschenkompetenz zu erfassen, aber wenn wir 100 Aufträge gleich verplanen wollen, ist da natürlich eine gewisse Komplexität hinter. Und ich berücksichtige heute nur die Standorte und keine weiteren Zusatzinformationen. So, also wir gehen im Endeffekt bei uns in das Menü der Tourenoptimierung. In dem Fall nennt sich das Ganze Multitourenoptimierung, heißt, wir verplanen alle Aufträge auf alle zur Verfügung stehenden Touren-Fahrzeuge. Das klicke ich einfach an. Das System führt mich über ein Menü entsprechend zu den unterschiedlichen Punkten, sagt, okay, über welche Touren willst du denn jetzt die Aufträge verplanen? Ich sage alle, gehe auf Weiter. Dann sehen wir im Endeffekt, ja, sollen zusätzliche Aufträge verplant werden oder alle unverplanten, weil Sie können natürlich mit sogenannten Rahmentouren arbeiten. Das heißt, Sie kriegen entsprechende Rahmentourpläne und verteilen eigentlich nur die zusätzlichen Aufträge in die Rahmentouren obendrauf. Sie können selektierte Aufträge entsprechend, ich sag mal, verplanen. Eine Selektion bedeutet, in den Aufträgen einen Haken zu setzen oder wenn Sie natürlich Kraft entsprechenden Parametern, TK-Produkte, also Tiefkühlprodukte oder entsprechend sonstige Parameter, die halt eine gewisse Priorität haben. Wenn Sie danach entsprechend filtern, was Sie halt können, können Sie auch gefilterte Aufträge übermitteln. In meinem Fall sage ich einfach, alle unverplanten Aufträge übermitteln. Das tue ich. Dann fragt das System, was willst du machen, neu zu verteilen oder in der jeweiligen Tour bleiben. Da wir nichts in der Tour aktuell schon haben, macht das hier an der Stelle keinen Sinn. Aber wenn Sie natürlich gewisse Aufträge vorselektiert haben, würden die drin bleiben oder natürlich neu verteilt werden. Deswegen die Fragestellung. Ja, ansonsten gehe ich jetzt hier auf die schnelle Berechnung. Ganz wichtig, ich starte das hier schon mal. Wir sehen 4 Touren, 0 Aufträge bisher enthalten, insgesamt 100 sollen verplant werden und somit sehen Sie hier nochmal die Zusammenfassung des Auftrags oder der Analyse, die gestartet wird. Die Analyse, Sie haben gerade gesehen, schnell oder normale oder lange Berechnung. Eine Tourenoptimierung ist immer eine Annäherung an, ich sage jetzt mal, den Idealfall. Deswegen berechnet natürlich unser Algorithmus die Möglichkeiten, die es aktuell gibt, um die Aufträge zu verplanen, um anhand der Parameter, nämlich die 10 Stunden, die Sie hier im Hintergrund sehen, eine bestmögliche Auslastung hinzukriegen, berücksichtigt auf die Wegstrecke, auf die Parameter des Fahrzeuges, sprich Geschwindigkeit, und somit bekommen Sie dann ein entsprechendes Ergebnis. Das System erzeugt parallel auch noch eine E-Mail. Jetzt sehen Sie hier schon, die Aufträge sind entsprechend verplant, also 100 Aufträge auf 4 Touren zu optimieren. Dabei gab es folgendes Ergebnis: 90 Aufträge wurden entsprechend zugewiesen, 10 konnten aufgrund der Restriktionen nicht zugewiesen werden. Und die Restriktion, das werden wir auch gleich sehen, wir klicken die Nachricht weg und dieses Pop-up-Menü auch und aktualisieren die Ansicht, beziehungsweise die aktualisiert sich automatisch, sehen halt hier die 10 Aufträge, die jetzt noch offen sind und nicht verplant sind und können jetzt natürlich sehr einfach unterschiedliche Dinge tun. Wir haben die Möglichkeit natürlich, dass wir die ganzen Touren auf einer Karte anschauen. In dem Falle hier sehen Sie das, nur die gewählten, also in dem Falle die 4 Touren. Dann öffnet sich jetzt hier, dann werden die ganzen Touren entsprechend generiert und Sie sehen halt hier auch entsprechend, wie die Touren
liegen. So, ich schließe jetzt mal das Fenster und gehe mal einfach in Beispieltour rein, wo wir halt sehen, wie die Verplanung der entsprechenden Aufträge stattgefunden hat und sehen also auch keine Überschneidung, eine bestmögliche Verplanung rein berücksichtigt auf der Wegstrecke. Zusätzlich haben wir hier einen Menüpunkt, den wir wählen können, wo wir sehen, wo unverplante Aufträge sind. Nämlich in dem Falle die 10, die nicht verplant wurden. Jetzt haben Sie natürlich als Disponent die Möglichkeit und können diese Aufträge noch mit oben drauf packen. Dann sehen Sie aber hier, werden Sie entsprechend die Zeiten, in dem Falle 9 Stunden 59, das ist schon sehr effizient geplant bei 10 Stunden Arbeitszeit, werden Sie halt ja keinen weiteren Auftrag hinzufügen können, zumindest nicht, wenn Sie die Restriktionen einhalten wollen. Aber natürlich haben Sie immer die Möglichkeit, solche Aufträge entsprechend mit reinzupacken. Also in dem Fall ist es hier der aus Bad Harzburg. Wenn ich jetzt hier mal rüber gehe, sehen Sie, dann wird der markiert. Wenn ich den jetzt noch mit hier reinschiebe, das kann ich natürlich tun über die Drag-and-Drop-Funktion. Und habe dann auch den Harzburger Auftrag entsprechend mit verplant, sehe aber einen Hinweis in der Tourenoptimierung, dass die Tour manuell verändert wurde und eine Zeitplanung neu gemacht werden sollte. Das sind, wie gesagt, alles Empfehlungen. Schlussendlich treffen Sie die Entscheidung und nicht die Software. Zeiten berechnen werden Sie jetzt sehen. Das im Endeffekt, ich habe jetzt den Auftrag nur willkürlich mit reingepackt, werden wir jetzt gleich sehen, was für eine Zeit entsteht. In dem Falle 12 Stunden und 23. Aber wir haben natürlich auch hier jetzt nochmal die Möglichkeit, diese Tour in sich zu optimieren. Ja, und sehen jetzt hier von 12 Stunden 23 im Endeffekt gleich das Optimierungsergebnis und kommen da, gucken wir mal, wo die Software gleich landet, entsprechend auf einen anderen Zeitwert. Ja, sehen wir jetzt hier. In dem Beispiel hat er die Aufträge, die jetzt zeitlich nicht mehr reinpassen, hier unten markiert und sagt, okay, das macht aus seiner Sicht jetzt wenig Sinn, diese Aufträge noch mit zu verplanen. Also auch hier haben Sie natürlich die Möglichkeit, auf Basis Ihrer Aufträge, Ihrer Tage und Ihrer Parameter das System einfach auszunutzen und zu testen und die Möglichkeiten entsprechend zu schaffen. Was ich hier noch zeigen möchte, ist im Endeffekt eine Tourübersicht. Wenn ich hier die Tourübersicht mir anzeige für die 4 Fahrzeuge, öffnet sich gleich ein Excel-Dokument. Das ist jetzt noch die Vorlage. Und hier sehen wir jetzt im Endeffekt sehr genau, wie viele, also welche Fahrzeuge, in dem Fall die 4 Fahrzeugtypen, welche Fahrer, wie viele Stationen im Endeffekt an dem jeweiligen Tag angefahren werden. Sie sehen die Kilometerleistung des jeweiligen Tages. Sie sehen entsprechend die Dauer des Tages plus Pausenzeit und kommen so natürlich auf eine Gesamtzeit und natürlich das definierte Maximum. So, und wir sehen halt auch, dass die eine Tour mit dem Stern markiert ist. Das heißt, hier haben wir im Endeffekt ja keine Aussagekraft, all die weil sie das übersteuert haben. Deswegen habe ich das gerade mal gemacht. Ansonsten kommen Sie natürlich mit der Tourenoptimierung immer auf das bestmögliche Ergebnis, aber manchmal müssen natürlich noch irgendwelche Ad-hoc-Aufträge verplant werden. Entweder nehmen Sie dann ein weiteres Fahrzeug und können eine zusätzliche Tour anlegen und es erneut verplanen über alles. Oder Sie müssen halt den Mitarbeiter bitten, entsprechende Überstunden zu machen oder ja, ich sag mal, die ein oder andere Auslieferzeit zu beschleunigen. In meinem Beispiel sind es aber nur 5 Minuten. Das heißt, das ist eh einfach ein fiktiver Wert, der entsprechend natürlich hier geschaffen wurde. So, das Schöne an unserem System ist, und das möchte ich Ihnen auch nur noch mal ganz kurz darstellen, ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf die Portalansicht. Was nämlich parallel auch noch passiert ist, dass im Endeffekt die Tour, die übermittelt wurde, entsprechend auch gleich nach Freigabe, das heißt, Sie können die Touren entsprechend direkt freigeben oder natürlich auch über den Import freigeben lassen oder manuell freigeben. Da sind Sie ganz flexibel. Auf jeden Fall werden diese Auftragsdaten direkt an das mobile Gerät. Ich zeige Ihnen hier nochmal das Anmeldefenster. Das ist hier ein mobiles Tablet, direkt an den Fahrer übermittelt. Der Fahrer sieht jetzt hier seine 27 Stops, die er heute durchzuführen hat.
Und wenn er sich die Aufträge anschaut, dann sehen wir hier natürlich auch die entsprechende Startzeit und dann natürlich, wann er entsprechend fährt. Ich zeige Ihnen das hier an der Ansicht mal entsprechend chronologisch. Ja, hier sehen wir im Endeffekt eine Synchronisation zwischen der Disponentenansicht und der Fahreransicht und wie natürlich die Wechselwirkung zwischen der App-Nutzung und des Disponenten, ich sage jetzt mal, sich darstellt, weil das natürlich permanent synchronisiert wird, zeigen wir auch in einem anderen Film. Wichtig ist halt hier die Veränderungen, die Sie vornehmen, und wenn es auch nur ein Tausch von den Aufträgen hier halt ist, entsprechend, dann fällt natürlich die Uhrzeit weg und Sie werden gleich sehen, wird das Ganze natürlich auch synchron an den Mitarbeiter im Fahrzeug übermittelt. Und so können Sie natürlich auch Ad-hoc-Aufträge, sofern es halt von der Logistik her möglich ist, entsprechend mit rein disponieren oder auch entfernen oder verschieben und haben somit, wie Sie jetzt hier sehen, keine Ankunftszeiten mehr. Da muss man jetzt erst wieder die Zeitberechnung durchführen, damit das Ganze natürlich auch wieder durch unser Portal erzeugt wird und dann an das mobile Gerät übermittelt wird. Somit haben Sie eine sehr, sehr direkte und enge Kommunikation zwischen dem Fahrzeug oder dem Fahrer im Außendienst und natürlich Ihren Disponenten. Es fehlt oder es entfällt das permanente Telefonieren zum Status. Da haben Sie entsprechende Informationen. Ja, und jetzt sehen Sie, kommen auch die Zeiten dann entsprechend auf dem mobilen Gerät an. Und der Fahrer kann jetzt in die Auftragsabwicklung mobil gehen, kann digitale Lieferscheine erfassen, kann Formulare ausfüllen, kann Fotos machen und Unterschriften. Aber auch das ist ein Thema, was wir im Endeffekt in unseren Filmen DD Fleet Formularmodul oder DD Fleet Lieferscheinmodul entsprechend erläutern. Hier und heute ging es um das Thema Tourenoptimierung und das in dem Falle automatische Tourenoptimierung. Aber wichtig ist, die Software unterstützt Sie. Sie müssen als Disponent final die Entscheidung treffen und sind natürlich immer in der Lage, das Ganze natürlich auch zu tun. Ja, alle weiteren Punkte würden heute zu weit führen. Ja, ich hoffe, Sie konnten interessante Impulse aus dem Film mitnehmen. Wenn noch Fragen sind, stehen wir natürlich sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Martin Kraul von DDNet. Wir freuen uns auf Sie.